Morning Warschau. Und zwar, WLAN hatten wir leider nicht im Bude, man muss auch zu der Wohnung sagen. Sieht mega Western-Style aus, aber die Execution, also sprich die Umsetzung von dem Design, ist dann doch polnisch. Scheiße. Ja. So, der Rahmen sitzt wieder. Und ja, wir machen jetzt erstmal ab in die Stadt. Und tatsächlich, Coldplay spielt schon sich warm. Also bei jeder guten Veranstaltung ist natürlich nochmal der Probelauf jetzt gerade, aber der ist schon mal richtig gut, ey. Und ein riesen Bühnenteil hergesteckt, ey. Ich glaube, das haben sie sich von Tomorrowland abgeguckt. Kollegen haben es fast richtig geschrieben, aber es wird mit B geschrieben, nicht mit P. Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Junge, Mädchen, Transgender oder BA. Kommen Sie ruhig näher. So, wir sind endlich in der berühmt-berüchtigten Altstadt von Warschau angekommen. Das ganze Zeug hat sich irgendwie alles im Zweiten Weltkrieg, 80% zerbombt, hat dann in den nächsten Jahren danach aufgebaut und sieht wieder geil aus. Ey. Mal in der selbsternannten Coffee-Culture getroffen, irgendein Starbucks, Costa Coffee, nur um den Vlog hochzuladen. Und die Kamera beschlägt schon. Ich hoffe, das Internet ist gut, dass ihr dann im Endeffekt auch gleich ein Video habt. Also, ihr habt sowieso dann schon gesehen. Und wir brauchen was zu essen. Also Costa Coffee House, der Kakao habe ich da genommen, kostet irgendwie 4,50 € umgerechnet, was arschteuer ist für einen mittleren Kaffee. Kakao, nicht zu empfehlen. Und der Hauptgrund, warum ich eigentlich dahin wollte, in dieses polnische Starbucks, war halt einfach wegen WLAN und selbst das hat nicht funktioniert. Also, nicht sehr zu empfehlen. Mal gucken, ob ich das Video irgendwo noch anders hochladen könnte. Aber gucken wir uns mal weiter um. Eine der großen Sachen, die ich ja immer so an Städten dieses so reizvoll macht, ist halt wirklich die Individualität. Und das hast du hier auch zum Ganzen. Jedes Haus sieht anders aus. Super geile Sache, ey. Im Gegensatz zu Altbau und alles gleich. An sich sehr schöne Altstadt, muss man sagen, von Warschau.
Geile Gebäude überall. Ja. Dein Fazit? Auch, würde ich sagen. Einer mich dann jede andere Altstadt. Naja, gut. Bloß ich glaube, in den Zeiten, wo wir uns schon einen abfrieren, haben die Leute, die hinten als Soldaten stehen, den richtigen Zonk gezogen. Das ist echt Wahnsinn. Die stehen da Tag und Nacht, hier dürfen sie nicht bewegen. Wie diese ganzen Straßenkünstler, die auch immer bloß da stehen, dafür aber Geld bekommen. Kommen die auch, aber Respekt. Ich glaube, die wird es nie in Deutschland sehen. Das ist so typisch polnisch, dass die Leute auch mit, ja, wie soll man sagen, sehr aufreizend rumlaufen. Und das auch bei extremen Minusgraden. Also die müssen sich den Arsch abfrieren. Ich sag aber, denk an die Nieren. Ich sag, du siehst das nur. Also zeig mir mal, wir gucken mal in Berlin, wo ich das nächste Mal eine finde, die... Die so rumlaufen, wo wirklich das... Also es ist echt krass. Also ich friere mir fast die Finger ab. Ich habe Handschuhe. Und die kommen da mit blanken Stampfern laufen durch die Gegend. Die müssen sich doch echt einen abfrieren. Wir gucken uns doch mal das polnische Empire State Building an. Das sieht sehr geil aus. Aber die hatten auch... Das waren jetzt keine dünnen Stelzen, die hatten schon gut. Ich weiß schon. Die Aussage wäre, mit Wurstfingern ist der auch nicht kalt. Das ist ja so, das geht. Wir gucken weiter. Darf ich präsentieren? Das Empire State Building von Warschau. Ist ein alter Sowjetbau, Kulturpalast, wenn ich mich alles täusche. Und sieht sehr geil aus. Ich glaube, diesen Umstand macht auch Warschau aus. Also du hast hier dieses uralte Sowjetgebäude und hier hinten komplette Wolkenkratzer. Das ist einfach geil. Also dieser Kontrast zwischen alter Sowjetzeit und moderne. Warschau hat echt viel zu bieten. Und hinter mir noch so ein kleiner Central Park. Zeug sieht so neu aus, wenn ich mir die abgeranzten Dinger dann in Berlin angucke. Respekt, Warschau. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber das Licht ist auch so geil. Ja. Das ist eine super geile Fotolocation hier. Und was man auf keinen Fall auch überschätzen sollte, sind diese ganzen LED-Wände, die hier drüben sind. Beziehungsweise hier. Das ist arschlau. Ganz ehrlich, mein absoluter Favorite ist das Gebäude. Der Park ist geil, das Licht ist geil, Mucke, stimmt einfach alles. Absolut empfehlenswert. Und damit, ciao!